Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe meinen Kameramann mit am Start, damit ich euch mal ein bisschen so diese ganze Entstehungsphase von meinem neuen Album zeigen kann. Und deswegen filmt der liebe Alex das hier gerade. Ja, begleitet mich auf jeden Fall so ein bisschen. Ihr seht, wie wir die Songs machen und alles. Und dann habt ihr auch so einen besseren Einblick so in meinen Alltag. Okay, ich würde sagen, gleich gehen wir mal raus. Und gucken mal, was Start Over macht. Alex, bist du ready? Komm. Genau, Bro! Ey, Bruder, was geht? Alles gut? Alles gut. Alles ey, gut? Bro, ich hab was gemacht. Was denn? Zeig das mal. Komm her. Ist ja ganz kurz von Jungs, guten Morgen. Ja, ja. Was geht ab? Voll müde noch, Mann. Alter. Wie lange seid ihr wach schon? Boah, zwei Stunden jetzt. Seit 10. Lass mal heute was machen, nicht nur ganz Tag im Pool. Lass mal ein bisschen in die Stadt später. Auf jeden Fall, dann gehen wir heute. That's safe. Wann sollen wir gehen? Wann sollen wir gehen? Ha? Dann gehen wir los. Guck mal, chill doch ein bisschen. Ja? So eine Stunde irgendwas. Alles klar, sag einfach Bescheid. Okay, Bruder. Fuck! Bro, ich muss es dir nur jetzt live vorspielen, ja? Ich bin noch nicht. Was hast du denn gebaut? Ein Beat. Heute Morgen, oder? Ja, den ganzen Morgen, Bro. Okay. Bisschen mit Vocal-Samples und so. Aber ich bin noch nicht sicher, deswegen spiele ich dir jetzt live vor und du sagst, was dir gefällt. Das ist der Beste, Leute, ich bin das ernst. Hä? Okay, let's go. Gekauft. Bro, ich hab das aus einem Sample von dir gemacht, irgendwo rausgeholt und einfach gebastelt. Von meiner Stimme oder was? Ja, ja. Ist nur noch nicht fertig. Ich brauch noch ein bisschen. Nein, ich will darauf schon schreiben. Komm, jetzt komm. Alex, sag doch mal, wie du findest, ja? Ja, ja, komm. Okay, pass auf. Yeah, yeah, dazu. Yeah, über Geld rappen, Digga, ich hab's erfunden. Von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ich weiß doch, mein Lehrer meinte, dass ich nichts reiße. Heute rauch ich diesen armen Penner in der Pfeife. Früher, Glock, heute Riesenloch. Lügner, du bist nie auf Mythos. Früher, Schocks auf von Adidas die Hose. Auf was bist du stolz? Dein Papi hat die Kohle. Rauch ich diesen armen Penner in der Pfeife, Alter. Was denn? Brutal, Alter. Ist mega. Doch, war voll brutal, geil. Alter. Mach mal weiter, ich muss weiter schreiben. Ja, was hab ich gesagt? Sarah Janina. Irgendwas mit Namen eh nicht merken. Hört auf zu nerven. Machen wir weiter? Also ich kenne Kay schon seit mindestens 3 Jahren. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Freund, Nisa. An dieser Stelle nochmal Grüße raus. Und das war eigentlich das Beste, was passieren konnte. Eines Tages hat mich Kay angerufen und meinte zu mir, Bro, lass Prada Louis covern. Und ich so, ja okay, das könnte man eigentlich machen. Er kam dann ins Studio, wir saßen da, wir haben ein paar Sachen experimentiert und im Endeffekt kam dann so eine krasse Idee, dass wir gesagt haben, okay, so machen wir es. Und so haben wir es auch dann durchgezogen. Und im Endeffekt haben wir alles richtig gemacht. Das Ding ging Gold. Und wir haben über 70 Millionen Klicks auf YouTube. Also war die Idee, die Kay hatte, Gold richtig. Ich hab Style, ich hab Geld, ich trag Louis Louis Louis. Deine Frau zieht sich aus für ne Louis Louis Louis. Ich kann mir den Namen eh nicht merken, bitch, kannst du twerken? Ich hab den, ich hab den nicht, das ist schon. Lass ihn überlegen, ich bin hoch. Irgendwie ist nicht so richtig fallende Umfeld. Also Ken und ich, wir arbeiten jetzt mittlerweile seit 4 Jahren zusammen, haben auch über 200 Clubshows schon gespielt und jede Show ist auf ihre eigene Art und Weise interessant, da wir auch sehr viel improvisieren und aufs Publikum eingehen. Dementsprechend ist die Zusammenarbeit jedes Mal aufs Neue sehr interessant. Du bist so sexy und wenn du willst, dann fahr auf den Jetski. Ich check deine Insta-Story. Wir denken für nach Monaco, 300 auf dem Tacho. Im Cabrio mit Sacco, die Bullen verfolgen mich wie El Chapo.
Chapo, wiederholen, Chapo. Envy hält Chapo, Chapo, sie stehen auf Machos. Boah, der war geil. Ich würde genau den Satz holen und einfach pitchen, hochpitchen oder. Sie stehen auf Machos. Na, runterpitchen. So, sie stehen auf Machos. Bruh. Was ist denn, das ist geil? Mach nochmal. Das ist geil, vertrau mir, Alter. Sie stehen auf Machos. Ah, das ist geil, Alter. Das ist geil. Make Us Gonna Make ist für mich nicht nur einfach mein sechstes Soloalbum. Make Us Gonna Make ist für mich wirklich Perfektion. Also ich saß noch nie so lange an den Songs dran, hab wirklich so rumgefeilt. Ja, ich hatte noch nie so viel Spaß im Studio. Ich habe noch nie so arrogante Lines gekickt. Und ich habe noch nie so eine Vielfalt in einem Album gehabt. Ich bin wirklich sehr krass zufrieden. Start Over hat wirklich das so umgesetzt, wie ich wollte. Er hat sich wirklich auch kreativ mit eingebracht und ja, wir hatten wirklich jede Menge Spaß. Bro, Jam, Jam, könnt ihr nur ein bisschen leiser sein? Kommt lieber im Pool rein. Manne! Geiler Mann! Bro, was ist das? Tut mir bitte einen Gefallen. Tunk die mal ins Wasser. It was at this moment he knew. He fucked up. Die Zusammenarbeit mit Kay und mir im Studio ist einfach legendär. Alle zusammen! Das war mir ganz wichtig, dass ich auf Songs auch mal wieder richtig böse rappe, richtig auf die Kacke hau. Schock so von Adidas die Hose auf, was bist du stolz? Dein Poppy hat die Kohle. Baby!